Das neue EDC-Messer von Heckler und Koch. Und wenn dich interessiert, was das kann, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der Reini Rostow vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, Heckler und Koch Exemplar Stonewashed. Hier ein EDC-Messer, das mich persönlich einfach von der Struktur her sehr anspricht. Aber Geschmäcker sind natürlich verschieden, aber ich mag über das Messer mit dir sprechen. Das ganze Messer ist als EDC-Messer gedacht. Das bedeutet, es ist sehr, sehr leicht, wie ich meine. Trotz alledem robust. Ich meine, natürlich, das ist kein Outdoor-Messer, mit dem du am Baum fällen kannst, sondern das ist etwas, was du immer dabei haben kannst. Außer du bist in Deutschland, dann ist das halt wegen dem Führungsverbot, aber so ist die Welt, ja. Dabei haben kannst und ja, fangen wir mal ganz von vorn an. Als ich das ausgepackt habe und das erste Mal in den Händen gehalten habe, dann habe ich mal irgendwie gedacht, warte mal, irgendwie ein Handschmeichler ist das nicht. Dieses G10-Material, ja, das ist kein Handschmeichler und du siehst hier diese Strukturen, das ist leicht rau, natürlich nicht so rau, dass man sich jetzt Fingernägel abfällen könnte damit und keine Sorge, das ist nicht unangenehm, aber das ist kein Handschmeichler, das ist nicht glatt, das hat, ist wirklich sehr, sehr schön griffig und eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, wenn das so ein sogenanntes Einsatzmesser ist, weil Heckler und Koch mit dem Puff, ja, Pistolen, sozusagen das Produktsortiment zu erweitern und auch in diesen taktischen Bereich zu gehen, dann macht das irgendwie auch Sinn. Gut, das zu dem. Axis Lock, das bedeutet sehr einfach, schnell öffnbar und wieder schließbar. Leider in Deutschland halt deswegen auch das Führungsverbot, aber so ist ganz einfach die Welt. Die Messerklingenform hier, das da oben, das gefällt mir irgendwie sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, mir gefällt das irgendwie. Ich meine, vielleicht sagst du, es ist hässlich, dann ist das okay. Darüber lässt sich natürlich streiten, aber mir gefällt es sehr, sehr gut. Der Stahl ist ein verbesserter für 40C-Stahl. Also ich kann jetzt noch nichts dazu sagen, da ist es noch ganz einfach zu früh. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und dir berichten. Aber es ist gut angeschärft, ab Werk lässt sich auch gut nachschärfen. Ich finde da jetzt keinen wirklichen Nachteil dabei, aber ja, gut. Link zu dem Produkt gebe ich da unten, schau das an. Der Preis ist vielleicht ein bisschen heiß, aber da zahlt man halt ganz einfach auch die Marke meiner Meinung nach ein bisschen mit. Aber soll so sein, das ist trotzdem ein sehr gutes Messer, wie auch immer. Der Clip ist auch sehr, sehr schön gemacht, ist an unterschiedlichste Positionen zu setzen, für Linkshänder, für Rechtshänder, oben, unten, alles möglich. Und ich muss auch dazu sagen, sie haben bei der Position des Clips und der Bauweise gut nachgedacht. Ich demonstriere das jetzt bei meiner Hemdtasche. Also das ist wirklich schön versteckt, das ist gut gemacht, das sitzt bombenfest. Gefällt mir ganz einfach. Gewicht ist überschaubar. Natürlich ist das jetzt nicht ein absolutes total Leichtmesser, das nicht. Wenn wir in das Innere schauen, dann sehen wir hier ein paar Metalleinlagen, Stahleinlagen. Dadurch hat man natürlich auch mehr, ist es robuster. Und auf der anderen Seite, aber trotz alledem nicht komplett, es ist nicht komplett durchgängig, es ist trotz alledem, es ist ein Mittelgewicht. Es gibt schwerere EDC-Messer und es gibt auch deutlich leichtere in dieser Größenordnung natürlich. Ja, was soll ich sagen? Also allein das Herumspielen mit dem Messer, das hat einen gewissen Suchtfaktor, aber sag's nicht weiter, ja. Ja, das ist ganz einfach so, hat einen gewissen Suchtfaktor, sehr schön verarbeitet, wie gesagt, Link zu dem Produkt findest du unten, es hat halt auch seinen Preis, aber es ist auch wirklich ein sehr, sehr schönes Messer, es gibt es in unterschiedlichsten Formen, auch mit Serrated Klinge, wenn man da drauf steht, in Braun, habe ich es erst in Braun gesehen, also in so einer Coyote, aber wenn ich das gleich gesehen hätte, hätte ich es mir in Coyote besorgt, weil das gefällt mir dann noch einmal ein bisschen besser als das Schwarz. Aber das ist eine klassische Sache. Ich werde es in den Langzeittest nehmen und dir berichten, was ich dazu zu sagen habe. Link zu dem Produkt findest du unten und ich mag dir um einen Kommentar bitten. Einen Kommentar, was du von diesem Messer hältst, ob du es schon hast, ob du etwas davon weißt, ob du ein anderes Heckler und Koch Messer im Einsatz hast. Das wäre einfach cool, wenn wir da wieder gemeinsam die Sachen teilen könnten. Ich sage danke fürs Dabeisein. Hat mich gefreut, dass du da warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut. Ciao.